Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Diesmal mit unserer zweiten Wootbox, und zwar die Wootbox April oder März, keine Ahnung. Wie ihr sehen könnt hier, die Sonne rockt hier die Bude und das wollen wir jetzt auch gleich machen, und zwar, wie gesagt, in der Wootbox. Aber bevor wir sie auspacken, hätte ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es liked, unten auf dem Daumen drückt oder halt disliked, wenn euch das Video nicht gefällt. Und oder abonnieren, wenn euch gefällt, was wir hier machen oder was ich hier mache. Ja, das wäre sehr nett auf jeden Fall. Da zeigt man halt ein bisschen Anerkennung für die Arbeit, die man dann auch hiermit hat, oder die Freude, was auch immer. Ja, das würde mich sehr freuen. So, das möchte ich auch nicht weiter vertiefen, sondern direkt zum Herzstück des Videos kommen, und zwar die Wootbox. Und ich möchte gleich direkt zeigen, was mir am besten, na, nicht am besten, sondern am besten von allen anderen Boxen auch gefällt, ist die Aufmachung. Hier sieht man auch direkt mehr oder weniger das Thema. Oh, es fällt hier unten raus, alles klar. Man sieht mehr oder weniger das Thema, und zwar Crew ist das Thema. Das soll der Bus von South Park mehr oder weniger darstellen. Und es wurde im Vorfeld ja auch schon berichtet, dass etwas von South Park enthalten sein wird. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, Kostenpunkt 28 €, also alles wie immer. Und wir schauen auch direkt mal rein. Wir haben hier wieder das nette Büchlein. Box. Ganz cool aufgemacht. April. So, da haben wir es auch direkt, April. Ja, da steht halt wieder sowas drin wie so eine kleine Einleitung und dann halt so ein Bild von allen möglichen, die ein Bild eingesendet haben, die natürlich die Wootbox abonniert haben. Dann Spielhighlight Dragon Ball Super, okay. Von Steve. Von Wootbox, okay. Dann ist hier noch zu sehen, was es alles in der Mega Wootbox zu gewinnen gibt quasi. Und zwar diesmal ist das Thema Mega Wootbox Crew. Da gibt es eine Switch, irgendwas von Ghostbuster. Dann South Park, diverse Staffeln. Na komm. Da endlich. So. Dann ein Stuhl von DX Racer. Was ein Jammer, dass ich mir gerade erst neuen gekauft habe. Und eine Figur von One Piece. Ich kenne schon jemanden, der würde darauf jetzt wieder total abfahren. Was ich sehr verstehen kann. Und die Folgeseiten hier. Da folgen jetzt auch schon die Sachen, die in der Box enthalten sind. So, womit fangen wir an? Ich würde schon fast sagen, mit dem T-Shirt wie immer. In XXL, wie man hier sehen kann, auch direkt in Blau. Denn das ist das T-Shirt aus der ersten Wootbox von Sonic. Was mir direkt aufgefallen ist nach dem ersten Waschen, ich glaube, das ist auf 30 Grad gewaschen sogar nur. Es ist ein bisschen eingegangen, es ist ein bisschen kürzer geworden. Aber es passt immer noch, Gott sei Dank. Ja, ich packe das mal eben hier aus. Knister, knister. Da werden sich die ein oder anderen bestimmt tierisch drüber freuen. Es ist eingepackt. Ich sehe auch gerade direkt, es ist original lizenziert. Comedy Central South Park. So, ja, damit habe ich quasi ja schon alles vorweggenommen. Und zwar ein blaues South Park-T-Shirt. Ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob ich das behalten soll, aber ich glaube eher nicht. So ein großer Fan von South Park bin ich nicht. Es ist dennoch sehr schön verarbeitet. Dieser Aufdruck ist sehr hochwertig. Dieses Bild, das ist ziemlich dick. Da beläuft sich aber die Gefahr, dass man immer so Nippelschuppen kriegt. Der eine oder andere weiß, was ich meine. Vielleicht der eine oder andere, der sogar Fußball spielt, der kennt das noch besser. Nein, da wird aber nichts schrubben, das ist aufgepresst quasi, aufgebügelt oder so. Ich weiß nicht, es gibt ja zwei verschiedene Verfahren, um so T-Shirts zu bedrucken. Nee, aber gefällt mir sehr gut. Wenn jemand Interesse hat, schreibt einfach in die Comments. Wie gesagt, das ist keine Garantie dafür, dass es bekommt. Oder der Erste, der schreit, bekommt es. Nein, so ist es nicht. Wir haben auch noch nicht von dem anderen Video alles vergeben, beziehungsweise doch, die Bänder sind schon weg. Aber das schreibe ich alles nochmal separat. So. Das T-Shirt vom South Park Franchise finde ich sehr, sehr gut. Behalten würde ich es aber, glaube ich, eher nicht. So, kommen wir direkt zu unserem zweiten Item.
Und ich weiß nicht, was es sein soll. Na doch. Man kann es erkennen, aber... Ich hoffe, die Sonne stört nicht so allzu sehr. Weil, wenn ich hier... Bin ich schon ein bisschen geblendet. Aber, naja, gut. Wird schon passen, glaube ich, ne? Ja, kommen wir zurück zum Item. Es wird hoffentlich gleich im Buch stehen, was das sein soll. Es ist ein Blatt. Ich habe eben gerade auch schon gelesen, dass es Wootbox-exklusiv ist, aber da hatte ich mir noch nicht Gedanken drüber gemacht, was das sein soll. Ja, dem gehe ich jetzt neutral an. War das jetzt schon unser zweites? Oh, hier liegt noch was. Ja, kommen wir zu dem dritten, was ich jetzt gerade auf dem Schreibtisch gefunden habe. Es ist in so einem schönen Beutel verpackt. Und ich kann schon erfühlen, was es ist. Und zwar geht es um ein Vikings-Item. Und jeder, der mal einen Mittelaltermarkt besucht hat, der weiß, dass man Schmuck von dort... Oh, ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. Nein, habe ich es nicht. In so einem Beutelchen kriegt. Und jeder, der Vikings gesehen hat, der wird auch sofort wissen, was das hier ist. Und zwar, das ist das Treueband oder Schwurband, nennt man das so, gegenüber den Göttern. Und das kriegt man, wenn man erwachsen wird. So wird es zumindest in Vikings beschrieben. Aber genauer kann ich das jetzt auch nicht erklären. Ja, ich weiß nicht, ob das schon leicht verbogen ist hier. Nee, ich glaube aber nicht. Kann man das irgendwie festmachen? Auch nicht. Ich weiß gar nicht, für was für eine Zielgruppe das jetzt sein soll. Denn das Band ist schon ziemlich kurz. Ich weiß nicht, ob man das dehnen kann oder so. Ich traue mich auch nicht, das jetzt anzulegen, weil nicht, dass wir es nachher abflexen müssen. Das wäre einfach zu schade. Also ich würde jetzt behaupten, dass es mehr was für Jugendliche wäre von der Größe. Also nicht mal für Kinder, das wäre schon wieder zu groß. Ja. Muss jemand wissen. Also es ist schon für knochige Handgelenke, sagen wir es so. Auch ein bisschen nerdig, aber man erkennt es nicht sofort, dass es von Vikings ist. Ich würde es jetzt nicht tragen, selbst wenn ich es könnte, aber mein Handgelenk ist auch, wie gesagt, etwas zu groß dafür. Warte mal, ich kann das ja mal im Vergleich halten. Sieht man das? Naja, kann man schwer sehen, den kann ich auch schlecht zeigen jetzt. Naja, auf jeden Fall, das ist unser drittes Item von Vikings, der Serie Vikings, welche ich sehr, sehr empfehlen kann. Macht sehr viel Spaß, die Serie. Auf Amazon, glaube ich, Prime, kann man sie gucken. Ja, dann kommen wir auch direkt zu unserem vierten Item. Ich zeig's mal so. Das soll eine Augenbraue sein. Ich sehe schon hier, es ist ein Big Bang Theory Item, was ich ziemlich cool finde. Sheldon, that's my spot. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Nur frage ich mich jetzt, wo soll ich jetzt die Füllung herkriegen? Oh, mit Reißverschluss. Finde ich gut. Aber ich denke mal, Ikea oder sowas gibt's die für 2-3 Euro, diese Füllung. Vielleicht steht ja gleich noch was im Heftchen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wirkt das, also es ist, glaube ich, Leinen, aus Leinenstoff. Finde ich ziemlich gut. Ich glaube, besonders für Allergiker, also ist das recht gut geeignet. Das kommt auf jeden Fall ins Wohnzimmer, weil... Das wird auch Jana gefallen, da kommen wir nicht drum rum. That's my spot. Sheldon Cooper auf seiner Ledercouch. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Top. Wirklich top. Eine coole Idee. Ich will es jetzt auch richtig zusammenpacken wieder. Nein. So. Kommen wir zu unserem letzten Item. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wenn ich es gleich zeige, werden der ein oder andere schreiend das Zimmer verlassen, vor Freude natürlich. Ich bin nicht so ein großer Fan, damit oute ich mich jetzt, glaube ich, und werde online besteinigt wahrscheinlich. Ich guck mal so heimlich hier rein. Aber ich finde die Idee sehr cool. Ist von Bandai, also ein offizielles Produkt.
steht irgendwas auf Asiatisches, asiatisch drauf. Und ist gleich die Hauptfigur. Ja, ist eine Figur von One Piece. Und wir haben direkt das Vergnügen, die Monkey D. Ruffy Figur zu bekommen. Denn ich habe eben gerade schon im Heftchen gesehen, es gibt bestimmt 10 verschiedene. So, jetzt. So. Ja, ziemlich coole Idee. Ich werde es mal auspacken, ausnahmsweise. Achso. Ist zugeklebt. Ich werde es aufmachen. So, schon ist die Figur nichts mehr wert. Nein, Scherz. Aha. Mit einem schönen Ständer hier unten. Also, Figurenständer. Ne? Auch sehr detailreich, wenn ich mir das anschaue. Sieht gut aus. Ziemlich cool. Ja, ich lasse hier meine Verpackung drin, weil... Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die Figur würde ich abgeben. Ich kann mit der Serie nicht so viel anfangen. Das ist dann ja auch euer Glück. Oh, komm schon, Boy. Naja, okay. Ihr werdet es dann ja sehen oder was auch immer. Oder packe ich sie jetzt aus? Nein, ich packe sie nicht aus. Ist da noch was drin? Oh ja, ein Flyer ist da drin. Natürlich auch alles auf Französisch, denn diese Wutbox, die kommt aus Frankreich. Ja, da zeigen die nochmal, wie man das aufstellt, damit die Figur auf dem Ständer nicht umkippt. Wie man das am besten positioniert und bla bla bla. Monkey D. Luffy. So, ne? Jupp, 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 jupp. Ich schmeiß das mal wieder hier rein, aber ich will euch die Figur jetzt nochmal genauer zeigen. Ah, egal, komm. Guckt sie mir euch im Internet an oder bei anderen YouTubern. Aber vergesst nicht vorher ein Like dazu. So. Ich schmeiße sie mal wieder hier in den Karton. Ja, das war auch schon der Inhalt. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut die Verpackung. Ich finde, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von der Wutbox. Finde ich klasse. So. Lass uns einmal eben schnell nochmal in das Buch gucken, denn ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei fast 13 Minuten. Ja, Figur offiziell One Piece. Wert 15 bis 25 Euro circa. Ich zeig mal, was alles hier hätte geben können. Komm. So. Boah, was denn los? Man sieht es gar nicht, oder? Könntest du kotzen? Was ist mit dir? So. Mach mal. Ganz genau. Was ist mit der blöden Kamera los hier? Oh ja, wenn ich es ganz dran. Ah ja, jetzt. So, Pi mal Daumen. Ja, ich kenne die Figuren alle nicht, aber ihr werdet sie erkennen als Fan. Naja, auf jeden Fall ein Arsch voll. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Figuren hätte es gegeben. Dann ist hier das Armband von Viking. 12 Euro. Okay. Kissenhülle, offiziell von der Big Bang Theory. Diese Kissenhülle ist mit dem Körperausdünstung des brillanten Physikers Sheldon Cooper getränkt. Die Legende besagt, dass sich der Nutzer nach 12 durchgängig verbrachten Stunden in der Nähe der vorgenannten Hülle als Evolution der menschlichen Spezies betrachtet. Faszinierend, nicht wahr? Okay. Kostenpunkt 10 Euro. Ja, ja, ja. T-Shirt offiziell South Park. Wert 20 Öcken. Und Pin exklusiv. Diese Pin symbolisiert das geistige Engagement aller Mitglieder der Wooter-Community. Achtung, lasst euch nicht vom Ring besitzen, es besteht die Gefahr, sich in die Figur, nee, in die Finger zu beißen. Okay, das ist also ein Wutbox-Gimmick, also von denen selbst erstellt, eine nette Idee. Kostenpunkt 4 Euro. Ja, ich finde die Box jetzt nicht
so gut wie die erste, aber ich glaube, das liegt auch an der Magie des ersten Mal, sage ich mal. Ne? Das heißt, die Wutbox war ja unsere erste Box, also meine erste Box. Und ja, ich glaube, das kann immer selten irgendwas toppen. Dennoch finde ich sie gut, besonders die Kissenhülle hat es mir sehr, sehr angetan. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, und bevor ich das Video jetzt noch unnötig in die Länge ziehe, 15 Minuten nur, ja, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken, falls ihr die 15 Minuten ausgehalten habt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Abonnieren, lasst ein Abo da und wenn euch was davon gefällt, schreibt einfach in die Comments, wie beim letzten Video, da haben es ja auch diverse gemacht, finde ich sehr, sehr toll. Dazu schreibe ich jetzt demnächst nochmal was. Und ja, ich gehe jetzt nochmal den schönen Abend genießen auf dem Balkon, denn da scheint noch die Sonne. Und ja, ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle und vielen Dank, nochmal bedankt und schönen Abend noch und tschüss.